voll doof, wir können hier nicht weiter. Hinter uns ist zu und ums Haus rum, wo wir letztes Mal gegangen sind, ist auch zu. Guten Morgen zusammen. Wir wollen heute auf das Bärenköpfle gehen und dann im Runterweg machen wir noch einen Abstecher beim Mittagberg. Da ist der Michi. Hallo. Der Jaxi, der war frisch beim Friseur, gell? Hat jetzt Sommerfrisur. Wir sind jetzt hier beim Tobel-Parkplatz Bleichach. Wir haben jetzt also für 12 Stunden 4 Euro Parkticket gezahlt. Ist okay. So. Und zwar, jetzt müssen wir mal gucken, jetzt müssen wir Richtung Gunzesried. Erstmal. Genau. Also ich habe gesehen, man kann auch anscheinend da jetzt Richtung Tobelweg erstmal gehen. Das werden wir jetzt auch machen. Auch ganz schön duscht da hier. Obwohl wir schon 6:30 haben, aber hier im Wald kommt halt nicht so viel Licht hin, gell? Ja. Da unten fließt der Tobel übrigens, den sieht man jetzt nicht, weil da die Bäume davor sind. Aber man hört ihn. Never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit. Jaxi will was trinken. Oder will er reinkacken? Kommt hier so eine Gabelung, jetzt muss ich mal gucken, wo wir lang müssen, nach unten oder geradeaus. Also ich würde schwer sagen, wir müssen nach unten Richtung Gunzesried, aber ich schaue noch mal zur Sicherheit nach auf meiner Planung. Sicher ist sicher. Also meine Vermutung war richtig, wir müssen jetzt da runter. Schilder immer Richtung Gunzesried. Jaxi muss alles anpinkeln, was da ist. Hast du es bald? Runter geht es zum Kleinkraftwerk, wer dahin möchte. Aber wir gehen jetzt hier geradeaus rauf. Gleich, dass er so schön ist, der Tobel. Archie, willst wissen. So, wir sind jetzt hier rausgekommen.
von dem Tobelweg. Da sieht man schon die Bergli. Da vorne sind übrigens auch Parkplätze, aber ich habe mir gedacht, es ist doch schön, durch so ein Tobel zu gehen. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt, oder? Trifft seinen Freund Gunzo. Gunzo, Rüder Geist. So, wir sind jetzt hier in der Straße. Jetzt müssen wir ein bisschen da an der Straße entlang gehen, bis wir auf den Weg kommen. Man kann sich hier ganz gut an der Kirche orientieren. Immer Richtung Kirche, weil jetzt muss man nämlich rechts abbiegen. Da steht schon ein Schild. Mittag, Bärenkopf. Jawohl, müssen wir jetzt da hoch. Wir machen jetzt schon ein kleines Päuschen, weil ich habe Hunger. Aber wir haben jetzt schon mal eine schöne Aussicht zum Päuschen machen. So, wir sind jetzt hier über die Wiese gelaufen, ein Stückchen. Auf jeden Fall geht es da auch zum Steilberg, wer will. Der ist da nebendran. Der mit der Himmelsleiter. Liebespaar. Jetzt fühlen sie sich beobachtet. Wow, 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 hey. Hey, da bin ich hören jetzt gerade von der Kuh verfolgt. Kein Spaß. Nee. Obwohl der Jaxi eigentlich, der war ganz ruhig, der hat nichts gemacht. Aber wir sind vorbeigegangen und die ist dann uns hinterher. Die ist immer noch hinterher. Ja, die kommt gleich, oh mein Gott. Aber hier ist zum Glück ein Zaun. Puh, ich glaube, so schnell bin ich noch nie im Berg hochgerannt. Da ist sie. Big Boss. Und deswegen sage ich, keine Kühe streicheln oder einfach wegbleiben von den Kühen. Jetzt sind wir wieder hier. Das kennen wir doch vom Steineberg. Die Hütte hier. Die lässt nicht locker, die Kuh. Voll doof, wir können hier nicht weiter. Hinter uns ist zu und ums Haus rum, wo wir letztes Mal gegangen sind, ist auch zu. Komm, Jaxi, dann drehen wir wieder um. Jetzt gehen wir einfach hier Richtung Gunzesried, Gunzesriedsäge. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Machen wir jetzt irgendwie so eine andere schöne Rundtour. Gehen wir nochmal durch den Tobel durch. So, also
Also hier runter wird es jetzt nach Gunzesrieder See gehen, nach dem Parkplatz gehen. Und wir gehen jetzt geradeaus weiter. Über Gunzesried, halbe Stunde. Dann wird es halt ein schöner Rundweg um Gunzesried. Gunzesrieder Rundweg mit Tobel. So, Gunzesried 20 Minuten. So, wir sind eine Weile hier auf der Teerstraße gelaufen. Gunzesried, 10 Minuten. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen Richtung Sennalpe Derb gehen. Schauen wir mal, wie wir da lang kommen. Jetzt hier über die Brücke und mal da hoch. Gucken wir mal, wo wir hier rauskommen. Aber hier oben ist ein ganz schöner Aussichtspunkt. Schöne Sicht hat man hier. Oh, jetzt haben wir zumindest so eine schöne Aussicht, wenn wir schon nicht auf den Berg gehen konnten. Der Tobel ist auch auf jeden Fall was für heiße Tage. Wenn man ist ja eigentlich immer schön unter Bäumen im Wald. Ja, ja. Und ist sehr schön, also lohnt sich. So, wir waren jetzt 7,66 Kilometer unterwegs, 3 Stunden 20 Minuten, aber wir sind ein bisschen rumgedödelt, also und Drohne fliegen lassen. Ja, war nicht alles Laufzeit. Und das waren 11.663 Schritte. Da sieht man mal, man kann noch so gut planen, es kommt immer anders, als man denkt. Heute war es leider kein Berg, also nicht das Ziel, was wir wollten, aber es war trotzdem eine schöne Tour, schöner Tobel. Kann man sehr empfehlen und die Landschaft ist halt auch herrlich. Ja, dann seht ihr jetzt noch die Vorschau aufs nächste Video und dann sehen wir uns hoffentlich da. Bye, bye. Tschüss. Wir sind ja über den Wolken. Wir haben ihn entdeckt, da ist der Wasserfall.